Unsere Themen am Mittwoch. Sozialprojekt mit Holz. Cottbuser Stadtfest wird international wie noch nie. Und die schnellste Schulstunde des Tages. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. So, Frau Lehmann, die letzten Handgriffe und dann geht's los, ja? Klettergurt fest und der Karabiner. Ganz wichtig zum Schluss, immer Sichtkontakt halten. Und los. Angst, dass sich Ihre Haushaltshilfe verletzt und Sie die Unfallkosten zahlen? Ich hab Sie, keine Sorge. Einfach anmelden auf minijob-zentrale.de. Auch wenn es sich heute wie ein Herbsttag anfühlt, es ist Mitte Mai. Kann also nur besser werden. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. Der rätselhafte Tod zweier Männer in Forst beschäftigt weiterhin die Lausitzer. Es gibt viele Fragen, nur wenige Antworten. Die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Polizei halten sich weiterhin bedeckt. Die Indizien sprechen zwar für einen Auftragsmord, aber auch das ist bislang unbestätigt. Bei den Toten soll es sich um Serben handeln, die von anderen Mafia-Mitgliedern hingerichtet wurden. Ronne Noack hilft Kindern aus sozial schwachen Familien. In Projekten unterstützt er sie und zeigt ihnen beispielsweise das kulturelle Leben. Genau deshalb wurde er zum Cottbusser des Jahres gewählt. In seinem neuesten Projekt wird es dieses Mal handwerklich. Gute Stimmung in Sachsendorf-Madlow. Fast schon wie im Ferienlager. Die Kinder und Erwachsenen hier warten aber nicht auf den Eismann, sondern auf die hier, die mobile Holzwerkstatt. Das Mitmachgefährt macht die nächsten Wochenenden Station in der Hegelstraße. Es soll ein Anlaufpunkt für Kinder werden, die sich kreativ in der Natur beschäftigen möchten. Hinter dem Ganzen steckt unter anderem unser Cottbusser des Jahres, Ronne Noack. Er leitet das Projekt. Die Kinder sollen, wenn der Wagen da ist, diese Gläser in der Werkstatt, dann sollen sie wissen, hier wird gearbeitet, hier wird mit Holz gearbeitet. Und dann sollen im Laufe des Jahres hier Insektenhotels entstehen, Vogelhäuser, Fledermaushäuser, kleine Kunstwerke. Und heute beginnen wir ja mit dem Hochbeet und wir werden die natürlich auch verzieren. Der Künstler Willi Selmer zeigt den Kindern, wie es praktisch geht. Als gelernter Zimmermann kennt er sich ja mit Holz bestens aus. Sein Anliegen dabei? Kreatives Arbeiten im Freien macht Spaß und die Kinder lernen dabei sogar noch was. Dass ein Kind mal eine Säge in der Hand hat, dass man ihm sagt, wie richtig gesägt wird, dass ein Kind mal einen Nagel einschlagen kann mit einem Hammer, handwerkliche Fähigkeiten auf alle Fälle und natürlich zum Schluss auch mit der Pflanzenwelt. Wir wollen ein Kräuterbeet oben pflanzen und ich habe etliche verschiedene Kräuter schon mitgenommen. Das werden wir den Kindern auch sozusagen vermitteln, welche Kräuter dort reinkommen. Ausgedacht hat sich das Projekt Lars Greifenhagen. Er arbeitet bei der Diakonie Niederlausitz. Mit dem Projekt möchte er Kindern aus Sachsendorf eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung abseits von Spielkonsole und Smartphone bieten. Und hier haben wir jetzt halt mit dem Ronne Noack überlegt, wie können wir hier die Kinder dazu bewegen, wieder draußen was Ordentliches zu machen und sich mal mit der Natur zu beschäftigen. Auch mit den Ressourcen, die hier schon vorhanden sind in der Stadt Cottbus. Damit die Kinder aus Sachsendorf auch Bescheid wissen, geht die mobile Holzwerkstatt auch auf Werbetour. Direkt im Kiez verteilen Ronne und Willi selbstgebastelte Flyer, natürlich aus Holz. Unterstützung gibt es auch vom SOS Kinderdorf Lausitz und dem Stadtteilladen. Gemeinsam möchte man mit dem Projekt allen Kindern in Sachsendorf eine Chance geben. Gerade die Kinder, die sich viele Sachen nicht leisten können oder die den Zugang nicht dazu haben, dann ist es natürlich schön, wenn die leuchtenden Kinderaugen auf einen zulaufen und dann mit den Kindern halt ganz verschiedene Aktionen halt machen. Das ist halt für mich sozusagen die Motivation. Ronne, Willi und Co. freuen sich über jedes neue Kindergesicht. Also einfach vorbeikommen. In der Hegelstraße immer am Wochenende. Da, wo die Holzwerkstatt steht. Wird die 6a des Niedersorbischen Gymnasiums die beste Klasse Deutschlands? Sie tritt beim größten Schülerquiz der Republik an. Das läuft morgen Abend um 19.25 Uhr auf Kika. Insgesamt haben sich 1200 Klassen beworben, darunter eben auch die 6a aus Cottbus. Bunte Trachten aus der ganzen Welt, internationale Musik und Tänze.
Die sind dieses Jahr auf dem Stadtfest zu sehen. Ensembles aus 20 Nationen präsentieren sich bei der Folklore-Lawine. Auf dem Altmarkt gibt es also multikulturelle Vielfalt. Die 19. internationale Folklore-Lawine kommt wieder nach Cottbus. Am 23. Juni werden 22 Folklore-Truppen aus aller Welt die Stadt noch etwas bunter machen. Und das diesmal in einem besonders großen Rahmen beim Cottbuser Stadtfest. Ihnen gehört dann nämlich die Bühne auf dem Altmarkt. Natürlich sind die Musiker und Tänzer auch schon davor in der Lausitz unterwegs. Am 21. Juni auf der Lübbenauer Festwiese und am 22. Juni im Forster Rosengarten. Da freue ich mich sehr, dass wir zum ersten Mal in der Cottbuser Innenstadt sein dürfen. Das ist sehr toll. Und zum Cottbuser Stadtfest. Also ich denke, das wird eine tolle Bereicherung werden. Aber ich freue mich natürlich auf den Forster Rosengarten. Und was schon immer ein Highlight ist, wenn wir den Start in Lübbenau machen. Und dann geht es ja mit dem Kahnkorso los. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die Kähne voll sind mit Folkloristen. Die sind sofort gut drauf. Die singen und spielen auch im Kahn, auf dem Wasser. Das ist immer ganz toll. Aus 20 Ländern reisen Gäste an. Diesmal liegt der Fokus vor allem auf Europa. Einige Exoten sind aber auch wieder dabei. Den weitesten Weg haben diesmal die Ensemble aus Nepal und Indien. Es geht natürlich um alte Bräuche, aber auch um moderne Interpretationen. Folklore ist auch nicht mehr so verstaubt, in Anführungsstrichen, wie früher mal. Die wird weiterentwickelt. Also es gibt viele Gruppen, die die traditionellen klassischen Tänze in moderne Choreografien umsetzen und das dann zeigen. Also das ist nicht mehr ganz so, wie man früher gedacht hat. Es ist schon toll, es lohnt sich wirklich, das zu sehen. Unterstützt wird die Folklore-Lawine durch die Sparkassen Spree-Neiße und Niederlausitz. Erst möglich wird sie aber durch den großen Einsatz der Künstler. Also es ist ja so, dass die Gruppen prinzipiell ihre Anreisekosten selber tragen und wir nur vor Ort sie dann vom Flughafen abholen und hier vor Ort für sie alles zur Verfügung stellen. Aber die müssen natürlich die Kosten aufbringen für die Flüge. Die müssen sich selbst organisieren, die müssen Visa-Anträge stellen, was gerade bei Nepal auch der Fall ist, was heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. Müssen Visa-Gebühren bezahlen. Also es ist nicht nur ein finanzieller und organisatorischer Aufwand, sondern generell ein Riesendrama eigentlich. Umso bemerkenswerter also, dass so viele das für die drei Tage auf sich nehmen. Die Folkloristen sind mit vollem Herzblut dabei, nun müssen die Lausitzer nur noch mitmachen. Die Folklore-Lawine rollt vom 21. bis 23. Juni. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Wer nicht ganz so auf Folklore steht, auf dem Stadtfest treten unter anderem Frieda Gold, Stereo-Act, Schlager-Newcomer Vincent Groß und die Rockband Krähe auf. 45 Minuten alles geben. Das wünschen sich Lehrer eigentlich immer von ihren Schülern. In bestimmten Fächern wie Mathematik lässt die Konzentration schon mal schnell nach. Im Sport ist das eher das Gegenteil. Hier geben die meisten Schüler Vollgas. So auch die Kinder an der Fröbel-Grundschule. Heute wollte jeder der Schnellste sein. Rund 280 Schüler der Fröbel-Grundschule legten sich so richtig ins Zeug. Insgesamt 5 Grundschulen aus der Region beteiligen sich am diesjährigen Stadtwerke Cottbus Kindersprint. Anders als noch in den Vorjahren bestimmten die Kids aber selbst, wann sie starten. Neue Technik macht es möglich. Wir sind jetzt sozusagen bei Kindersprint 2.0, haben jetzt neue Technik, die entwickelt sich immer weiter. Und unser Ziel ist es wirklich, dass die Kinder noch mehr mit einbezogen werden. Früher waren wir diejenigen, die gestartet haben und die Kinder mussten gucken. Jetzt haben die Kinder das selber im Griff. Die müssen sich natürlich auch konzentrieren, das ist auch ein Anliegen. Ne? Die müssen sich erstmal richtig hinstellen, müssen eine Startposition einnehmen und dürfen dann selber auf Start drücken. Und das ist, wir machen einfach die Erfahrung, dass die Kinder noch mehr dabei sind bei der Sache, wenn die da auch selber involviert sind und selber bedienen dürfen. Trotz moderner Technik rennen mussten die Kinder aber noch selbst. Die Herausforderung war 17 Meter lang, 8,5 Meter geradeaus und im Slalom zurück. Das hatte so seine Tücken. Ja, wegen den Kreisen, wir müssten ja hin und her laufen. Das war schwierig. Mit dem Loslaufen, mit dem Start, weil das war dann immer so schnell und dann musste man sich erstmal ordnen und dann losrennen. Das war schon schwer. Der Slalom war schwer, weil hinten man um die Kurve musste und dann noch, man weiß ja nicht, wie man um die Kegel muss, also so. Die Idee hinter dem computergestützten Laufparcours ist es, auf spielerische Art Kinder zu mehr Bewegung zu ermuntern. Das unterstützt auch die Stadt Cottbus.
Das ist auch eine Möglichkeit, und das sieht man ja hier ganz deutlich, die Kinder abzuholen schon. Wo stecken die Talente? Ist ja ein Problem im Hinblick auf die Zukunft, dass die möglicherweise Talentförderung ein bisschen problematisch ist. Aber hier kann man schon gucken, wer kann gut sprinten, wer bietet sich da an. Und über diesen Weg, das ist ja auch alles spielerisch, kann man auch Interesse für den Sport wecken. Vielleicht sogar später für die Leichtathletik. Aber erst einmal geht es für die Kinder zum großen Endspurt. Am 25. Mai werden in der Spreegalerie die schnellsten Kinder der Region ermittelt. Da dürfen dann auch alle teilnehmen, die bei den Vorrunden nicht mit dabei waren. Für die dortigen Gewinner geht es dann noch weiter. Anfang Juni werden in Leipzig die schnellsten Kinder aus ganz Deutschland gesucht. Wenn das mal kein Ansporn ist. Vielfalt und Toleranz. Genau dafür setzen sich viele Großunternehmen in Cottbus wie die BTU, das CTK oder die LEAG ein. Beim Diversity Day wird am 28. Mai darauf noch einmal aufmerksam gemacht. Im Wirtschaftsraum Cottbus in der Sprem gibt es ab 15 Uhr dazu ein umfangreiches Programm. Der Platz am Stadtbrunnen wird zeitgleich zur Picknickwiese. Jener Cottbusser kann am buntesten und längsten Picknick der Stadt teilnehmen. Rot-Weiß wird Cottbus bereits nächste Woche Donnerstag. Mindestens 500 Menschen sollen im Sportzentrum mit einem Ball jonglieren. Das ist der nächste Aufruf. Der kommt dieses Mal von Oberbürgermeister Holger Kelch. Sie machen es schon mal vor. Im Sportzentrum sollen mindestens 500 rot-weiß gekleidete Cottbusser mit einem Fußball jonglieren. Das ist die diesjährige Stadtwette. Der Versuch zusammen mit Oberbürgermeister Holger Kelch startet am 23. Mai ab 19 Uhr im Sportzentrum. Das Ganze passiert im Rahmen der Sportabzeichentour. Trainieren geht aber schon jetzt. Wir haben jetzt noch gute 3 Wochen Zeit, alle damit ein bisschen anfangen. Das macht doch einfach Gaudi in der Gemeinschaft. Wir sehen das. Ich glaube, wir haben ganz tolle Fußballvereine in der Stadt. Wir haben aber auch viele Freizeitvereine, die das auch können. Und ich würde mir wünschen, wenn möglichst verschiedene Sportarten hier gemeinsam den Ball in die Hand nehmen. Nee, falsch. Sie sollen nämlich jonglieren. Und das für einen guten Zweck, dass wir Deutschland zeigen, wie fit und geschlossen wir sind. Zu diesem sportlichen Event kommt die Sportabzeichentour des Deutschen Olympischen Sportbundes gerade recht. Zum 16. Mal wird diese Tour in ganz Deutschland veranstaltet. In Cottbus bereits zum 2. Mal. Am 23. und 24. Mai können alle kostenlos ihren eigenen Fitnesstest absolvieren. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination sind die Disziplinen, in denen man seine Leistung erbringen muss. Aus jeder Disziplin muss jeweils eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden. Es geht darum, sich sportlichen Herausforderungen zu stellen und dafür das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu bekommen. Dieses Sportabzeichen zählt als Ehrenzeichen und ist mit 106 Jahren der älteste Breitensportorden, den es in Deutschland gibt. Erstmal ist dieses Sportabzeichen ein Zeichen für einen selbst, wie fit und aktiv man im sportlichen Bereich ist, dass man noch gut drauf ist, dass man die Alltagsanforderungen sportlich jedenfalls erstmal bewältigen kann. Zum Zweiten ist es auch wichtig in der Ausbildung für viele Jugendliche und junge Erwachsene, die sich bei öffentlichen Behörden wie zum Beispiel dem Zoll oder Polizei bewerben wollen, dass es dann als Leistungsnachweis gilt, also zur Aufnahme. Oder es ist manche Hochschulen, wenn man Sport studieren will zum Beispiel, ersetzen das zum Beispiel als Leistungstest. Nachdem 2015 schon das erste Mal die Sportabzeichentour in Cottbus stattfand, soll die Teilnehmerzahl vom letzten Mal bestenfalls getoppt werden. Der Donnerstag ist für alle Vereine, Familien und Unternehmen gedacht. Der Freitag hingegen dann für Kitas und Schulen. Neben Sportabzeichen und Stadtwette wartet auf alle Teilnehmer auch ein vielfältiges Rahmenprogramm und Mitmachangebote. An diesen Tagen geht es allein um die eigene Bestleistung. Verlierer kann es also nicht geben. Sport ist schon mal eine sehr gute Zutat für ein gesundes Leben. Fehlt nur noch das gesunde Essen. Tipps und Infos dazu kriegen Sie morgen beim Gesund- und Fit-Tag. Der läuft zwischen 10 und 17 Uhr am Turm 14 bei Barmenia. So, genug Sport für heute. Bei dem Wetter können Sie auch ruhig den Abend weiterhin auf der Couch verbringen. Morgen beschäftigen wir uns mit dem neuen Sicherheitszentrum in der Cottbusser Innenstadt. Katrin Obanski übernimmt dann für mich. Machen Sie's gut. Hast du das gehört, Mom? Du könntest hier sogar im Garten arbeiten. Nancy,
Ich wollte dir nur sagen, dass ich für ein paar Tage wegfahren werde. Wollen Sie mir vielleicht Ihren Namen verraten? Edith Moore. Leute, die clever sind, die gehen mit jemandem hoch, der sich auskennt. Und wer kennt sich aus? Sie können sicher sein, dass das von Ihrem Honorar abgezogen wird. Wir fangen mal ganz ruhig und schön gemütlich an. Alles okay? Es gibt nicht viele Menschen, die so eine Aussicht haben. Was wir hier oben machen, das finde ich echt inspirierend. Man lebt nur einmal. Ja, als ob ich das nicht wüsste. Ach, den müssen Sie mitnehmen. Nicht, dass Sie sich selbst vergessen. Ich bin dazu nicht mehr in der Lage. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Verdammte Scheiße, ich bin alt. Ich habe schon so oft im Leben Zeit vergeudet und Dinge nicht getan. Ich bringe Sie hoch auf den Gipfel. Sie schaffen das nicht. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Wie fit ist Cottbus? Legt am 23. Mai euer deutsches Sportabzeichen ab. Im Leichtathletikstadion ab 17 Uhr. Egal ob Verein, Familie oder Unternehmen. Um 19 Uhr wird die Stadtwette eingelöst. 500 Cottbusser in rot-weiß gekleidet unterstützen den OB und werden gemeinsam mit dem Fußball jonglieren. Die Besten gewinnen eine Karte für das DFB-Pokalfinale in Berlin. Für die Kleinen gibt es eine Kinderbewegungslandschaft, Kinderzirkus, Curling, Tischtennisabzeichen, Tanzmeile, Schachangebote bis hin zum DFB-Fußballabzeichen mit unserem FCE. Auch die Nacht wird verregnet. Dafür wird es wärmer als in den Vortagen. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad. Der Donnerstag zeigt sich ebenfalls grau. Die Sonne pausiert weiterhin. Das Thermometer steigt auf 12 Grad an. Am Freitag wird es endlich wieder freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Das Ganze bei 18 Grad. Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, am 26. Mai diesen Jahres findet in Cottbus die Kommunalwahl statt. Damit haben Sie die Möglichkeit, an der Neuaufstellung der Stadtverordnetenversammlung teilzunehmen und die Politik der nächsten 5 Jahre aktiv mitzugestalten. Ich habe mich für Sie für dieses Ehrenmandat aufstellen lassen, um Ihre Interessen zu vertreten. Neben den großen politischen Aufgaben der CDU in dieser Stadt gilt es natürlich auch, die kleineren Aufgaben in den Stadtteilen nicht zu vernachlässigen. Hierbei denke ich besonders an die Zusammenarbeit zwischen Bürgerverein und Stadtverwaltung. Freiwillige Feuerwehr, unsere Schule bzw. der Sportverein Wacker und unsere sorbische Kultur natürlich verdienen es, weiter gestärkt und unterstützt zu werden, denn sie nehmen einen wesentlichen Teil in dem Leben unseres Stadtteils ein. Dafür stehe ich, Rüdiger Galle. Cottbus war und ist Braunkohlenrevier. Wir wollen auch weiterhin Energieerzeuger bleiben mit der Braunkohle. Wir setzen uns aber auch für eine wirtschaftlich und sozial verträgliche Umstellung, Umstieg auf neue Energien ein. Dafür brauchen wir ein wirtschaftlich starkes Cottbus.
Dafür setzen wir uns ein. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte für unsere Unternehmen in Cottbus. Für die Unternehmen, die bei uns ansässig sind und für die Unternehmen, die bei uns investieren wollen und bei uns sich niederlassen wollen. In den nächsten Jahren werden die Voraussetzungen für eine neue Zukunft von Cottbus als Stadt am Wasser mit hohen Freizeit- und Erholungsqualitäten geschaffen. Nach dem Bau der Kaimauer hat der asphaltierte Radrundweg oberste Priorität und sollte bis spätestens 2021 übergeben werden. Wir brauchen sehr gute Anbindungen an den Cottbuser Ostsee für unsere Bürger, per Fuß und per Straße. Dafür stehen wir. Elisabeth Ida Faulstich-Schilling, Anke Schulz und Hagen Streser. Stadt im Wandel, das bedeutet Stadtumbau konsequent weiterführen, attraktives und bezahlbares Wohnen für breite Schichten in der Bevölkerung, die dazugehörige Infrastruktur sichern, Handel, öffentlicher Personennahverkehr, Kindertagesstätten, Schulen und natürlich eine starke kommunale Wohnungsgesellschaft und Sicherheit im Wohnquartier für die hier wohnende oder lebende Bevölkerung. Dafür stehe ich, Joachim Keks. Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2016 den Bundesverkehrswegeplan beschlossen. Darin enthalten ist für die Ortsumfahrung Galinchen das Planungsrecht. Wir werden in 2 Jahren in Spremberg eine neue Papierfabrik haben, die jährlich 500.000 Tonnen Papier produziert. Ein großer Teil des Verkehrs wird durch Galinchen gehen. Deshalb muss man jetzt mit der Planung der Ortsumfahrung Galinchen beginnen, sofort. Ich fordere die Landesregierung auf, sich dieser Aufgabe zu widmen, damit wir nicht die Probleme bekommen, die wir beispielsweise an der B169 in Großosnick haben. Der tägliche Wahnsinn in Galinchen. 20.000 Kfz, davon bis zu 10% Lkw. Tendenz eher zunehmend, begründet durch Erweiterung der BASF in Schwarzheide, Bau der zweiten Papiermaschine in Spremberg, Sperrung der B169 für den Transit-Lkw-Verkehr sowie ein verstärkter Tourismus zum zukünftigen Cottbuser Ostsee. Das führt zur weiteren Belastung der Anwohner durch Verkehrslärm, Stau, Feinstaub und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Nach 15 Jahren Bestehens der B97 ist es dringendst angeraten, die Deckschicht neu zu sanieren. Das heißt, komplett neu zu machen. Betroffen davon sind auch die Ortsteile Madno, Kiekebusch und Karen. Deshalb sofortiger Planungsbeginn der Ortsumfahrung Galinchen und sofortiger Baubeginn der Ortsumfahrung Karen. Dafür stehe ich und werde dafür kämpfen. Dietmar Schulz. In der Flüchtlingspolitik hat die EU die Kontrolle verloren. Griechenland und die Eurokrise kosten uns Milliarden. Und Deutschlands guter, klimafreundlicher Dieselmotor wird kaputt reguliert. Auf Kosten der Dieselfahrer und vieler Arbeitsplätze. Liebe Mitbürger, ich bin für Europa, aber man muss auch sagen, was falsch läuft. Gut für Deutschland, gut für Europa. Wählen Sie Bernd Lucke und die liberal-konservativen Reformer. Bei der Europawahl gibt es keine 5%-Hürde.